Dies ist die Geschichte unserer Zugreise von Johannesburg nach Kapstadt. Wir hatten uns eigentlich sehr darauf gefreut, aber leider ist sie in einer Art Desaster geendet, denn wir sind anstatt nachmittags um 3 erst nach 1 in Kapstadt angekommen, also mitten in der Nacht. Can you tell me a little bit about the train, the Shosholoza? Shosholoza is a train, is the train from Joburg to Cape Town. But you're not competing to the blue train, is it? Not exactly, but it is also our, that is our luxury train. Thank you.
running away from us. Not exactly. There are other people who are coming. We mall up. Okay, Lolo. Tell me a little bit about the railways and the R where we are here. My name is Dennis and my surname is your Oberholzer. I was working in 1966 and 1967 here in the R on the railway. I was a steam fitter. I repaired the steam engines was running from Cape, from the R to Kimberley. And my friend Wessel Nell, he was also worked tonight with me. 12 hours day shift, 12 hours night shift, and he was repairing those engines from the R to Beaufort West on the main line from Johannesburg to Cape Town. This is a very hot place, I believe, in summer, yeah? It's so hot, but it is the water, it's the Karoo water, and the boreholes, and we are so sick for this water. Because we was never drinking Karoo water better when you are beer. So thirsty. Better drink beer. Add a beer, yeah. You see in the station hotel. Yeah. Platforms, you're working in the hotel, in the lounge to drink a milk stout. Thanks. Jullie moet nie nog getrein ophou nie. Hallo jullie, welkom bij ons trein. Thank you, sir.
stand here for up to 4 o'clock. Sorry? We're going to stand here until about 4 o'clock. Über lange Standzeiten ging es dann in den Abend, in die Dunkelheit. Steilweise standen wir eine halbe Stunde, um mal wieder eine Viertelstunde zu fahren. Also auf gut Deutsch ein richtiges Desaster. Ich habe immer den Scherz gemacht, wir kriegen ja für das gleiche Geld, kriegen wir ja viel mehr Fahrzeit auf dem Zug. Aber es wurde nachher sehr kritisch, denn man will ja nicht nach Mitternacht in Kapstadt am Bahnhof aussteigen, wo die Drogenhändler und Kriminellen rumlaufen und sich selbst in Gefahr bringen. Aber es hat alles ein schönes Ende genommen. Was wir gesehen haben, war schön. Es haben uns natürlich die Weingegend im Kap und so weiter haben uns natürlich richtig gefehlt. Musik